Jeder redet von Schwermetallbelastungen. Wie wirkt Blei, Quecksilber, Cadmium und Aluminium im Körper? Und worauf müssen wir achten im Kontakt mit diesen Schwermetallen? Und welche Rolle spielt denn eigentlich die vegane Ernährung in diesem Kontext? Guten Morgen! Ganz am Anfang der Hinweis, das ist ein Einsteigervideo. Genau wie das Video zu Omega-3-Fettsäuren ist dieses wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Und entsprechend auch der Hinweis an die Leute, die die Basics kennen. Ihr könnt einfach abschalten. Ne? Geht zu irgendeinem tiefergehenden Video, zum Beispiel die Energiegewinnung im Körper, verlinke ich euch oben. Da könnt ihr richtig schön auch in die Tiefe reingehen. Aber das ist ja wirklich ein Einsteigervideo für die, ja, die noch nie was vom Thema groß gehört haben, Schwermetalle, die einfach wirklich einfach mal einen ersten Einblick haben wollen. Das Video ist entsprechend auch nicht komplett und ist auch stark selektiv. Ne? Es ist ein kleiner einführender Überblick. Generell ist das Thema Schwermetallbelastung durchaus wichtig, weil es wirklich ja, wie bei allen Elementen des Lebens bei einem zu viel wirklich richtig, richtig schädlich sein kann. Aber teilweise sind diese Schwermetalle, die immer als böse dargestellt werden, schon als essentiell eingestuft, wie zum Beispiel Arsen oder auf dem besten Wege dahin auch Aluminium. So, aber das ist nicht heute das Videothema. Ich wollte es nochmal angerissen haben, aber da kommt dazu auch definitiv was. Ein Grund zur Panik, wie derzeit oft das zu betrachten ist, den gibt es in dem Maße nicht. Wir müssen aufmerksam sein. Aber es gibt keinen Grund zur Panik. Wir alle sterben irgendwann und wir alle erleiden Krankheiten und wir sind uns ständig negativen Einflüssen unterlegen. Und wenn man will, dann findet man im Internet zwei Klicks weiter immer die nächste Meldung, wo man sich beunruhigen kann darüber oder sich aufregen oder sich Gedanken um seine Gesundheit macht und dann so in ein negatives Mindset reinrutscht. Ne? Und wir müssen auch immer bedenken, wenn wir jetzt hier miteinander reden, wir reden auch immer vom aktuellen Wissen und manche Menschen, die echauffieren sich in so Streitgesprächen, wenn es ums aktuelle Wissen geht, was denn nun richtig ist. So, aber das Wissen, was ich euch hier präsentiere, also das aktuelle Wissen, das war noch niemals in der Geschichte des Menschen genau das Wissen, was in 100 Jahren weiter auch das Wissen ist. Außerhalb sage ich mal solcher Wissenschaften wie Mathematik oder so, aber selbst da gibt es Entwicklung. Aber in diesen Naturwissenschaften und wenn wir über Ernährung sprechen dann, oder über den Menschen sprechen, dann ist das ein Wissen, was sich immer wieder weiterentwickelt. Und daher ist in so einer Diskussion auch immer ein Stück Demut und das Inkludieren der Fehlbarkeit auch angebracht. Und das möchte ich auch an der Stelle nochmal erwähnen. Wir tun einfach das Beste, beziehungsweise ich tue heute das Beste, indem ich euch kurz und knackig die gängigsten Schwermetalle vorstelle und kurz darauf eingehe, wie man sie vermeidet und auch was sie im Körper anrichten. Bei Veganern wurde in empirischen Studien auch immer wieder ein Mangel an gewissen Nährstoffen festgestellt. Was natürlich nicht sein muss, ne, da vegane Ernährung vollwertig sein kann. Aber de facto für viele, gerade die Tierschutzveganer, die es schon ein bisschen länger gibt als die Gesundheitsveganer, ist es nicht so. Auch da der Hinweis, nein, nicht jeder Veganer hat einen Kalziummangel. Aber Kalzium und andere Nährstoffe, wie eben auch Aminosäure, sind potenziell im Durchschnitt der Veganer ein Mangelnährstoff. Na? Ich benutze heute wirklich nur allgemein anerkannte wissenschaftliche Literatur, sehr unten in der Infobox, auch aktuelle Studien, wissenschaftliche Studien, die einen gewissen Anspruch haben, die also auch in großen wissenschaftlichen Datenbanken geführt werden und ja, auch alles, was aktuell in den Universitäten eingesetzt wird und kein Wissen der Heilpraktiker oder der Alternativmediziner. Nicht weil ich diese für per se schlecht halte, aber irgendwo muss jedes Video eine Basis haben und diese ist heute der aktuelle wissenschaftliche Konsens. Nach der längsten Einleitung ever fangen wir an. Erstens, das erste Schwermetall, was ich euch heute vorstellen möchte, ist Blei. Blei verdrängt Calcium. Wo Calcium fehlt im Körper, hat Blei die Möglichkeit, sich abzulagern. Das geschieht eben hauptsächlich dort, wo eben Calcium ist, in den Knochen, wo sozusagen das Calcium ja, in erster Linie seinen Platz hat. Dort, wenn da nichts ist, sozusagen, könnt ihr euch das bildlich vorstellen. Das ist ganz einfach jetzt, ne? Der Biochemiker wird sich, ne? Aber da ist kein Calcium, da kann Blei hin. Ne?
Die Auswirkungen auf den Körper sind vielfältig, aber vor allem bei einer Bleivergiftung gibt es Gliederschmerzen, Ängstlichkeit, Konzentrationsstörungen, Teilnahmslosigkeit, Gleichgewichtsstörungen und eine fahle Hautfarbe. Das kann natürlich auch eine andere Krankheit sein, aber wenn diese Sachen so zusammenkommen, dann kann man mal an eine Bleivergiftung denken. Dem entgegenwirken, den können wir dann, dass wir also sagen, wenn wir mit Blei oft in Kontakt sind, indem wir von der Logik her, ne, Calcium zuführen. Das heißt, gegen eine Bleivergiftung oder gegen eine kommende Bleivergiftung, wenn wir wissen, okay, wir ziehen jetzt irgendwo hin, wo es Bleirohre gibt und wir trinken das Wasser aus der Leitung, da sollte man ordentlich vorher Calcium, denn wo Calcium ist erstmal, hat es Blei nicht so leicht. Aber dabei bitte beachten, auch zu viel Calcium ist schädlich. Siehe dazu auch mein Video hier oben. Aber keiner hat gesagt, dass es einfach ist, aber ich wollte es nur informieren. Und hier entsteht eben für Veganer eben auch ein erhöhtes Risiko im Umgang mit Blei, da oftmals bei Studien eben eine Calciumunterversorgung bei Veganern festgestellt wurde. Und Blei gehört nun zu den Umweltgiften und ist quasi im Gegensatz zum Beispiel zu Quecksilber ganz, ganz schwer, dass man das irgendwie vermeiden kann, den Kontakt mit Blei. Das fängt halt eben bei den Bleirohren an, durch die das Trinkwasser fließt. Das geht übers Passivrauchen oder eben auch generell Umweltbelastung. Sprich, umso ländlicher und weniger industriell man lebt, umso weniger Risiko einer Bleiaufnahme existiert. Neben Calcium soll auch bei Kontakt mit Blei Eisen, Vitamin D und auch Zink auf sag ich mal, der Liste der zu beobachtenden Nährstoffe stehen, wo ihr da ein bisschen ein Auge drauf werfen solltet, wenn ihr wisst, okay, Blei könnte ein Problem bei euch sein. Aber grundsätzlich der Zusammenhang, der sollte gemerkt werden, Blei, Calcium. So, das war das Erste. Das Zweite ist das Quecksilber. Quecksilber kann sich besonders gut dort anhäufen oder generell anhäufen im Körper, wenn der Eisenpool, also der Eisenspeicher im Körper aufgebraucht ist. Aber auch eine Selen- oder eine Zinkunterversorgung katalysieren die Quecksilberaufnahme. Quecksilber nehmen wir, da Quecksilberthermometer der Vergangenheit angehören und auch immer weniger Amalgamplomben, was auch eine Quelle wäre, verteilt werden und das Bewusstsein schon so ein bisschen in die, die Köpfe der Menschen hineingegangen ist, nehmen wir vor allem durch Fischprodukte auf. Das bedeutet, in dem Fall haben Veganer hier einen massiven Vorteil bei der, ja, bei der Umgehung der initialen Quecksilberaufnahme. Allerdings, wenn Kontakt zu Quecksilber hergestellt wird, ja, dann sollte trotzdem der Eisenspeicher voll sein. Zum Thema Eisen habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, das findet ihr auch oben hier in den Infokarten. Gerade bei veganen Frauen sollte hier der Fokus auch durchaus auf dem Eisen liegen. Quecksilbervergiftungen zeigen sich vor allem in Zahnfleischentzündung, Zahnverlust, in Zittern, Krämpfen und auch in Schlaflosigkeit unter anderem. Also merken grundsätzlicher Zusammenhang, was ihr heute euch merken sollt, Quecksilber, Eisen. So, kommen wir zum dritten. Das ist das Cadmium. Die Cadmiumaufnahme wird durch einen Calciummangel verbessert. Da sind wir wieder beim ersten, beim Blei. Da war es nämlich genauso. Aufgrund die Grundlage dessen ist, da gibt es calciumbindende Proteine. Und, aber das würde jetzt also auch schon wieder zu weit führen. Also Calciummangel begünstigt Cadmiumaufnahme. Aber ebenso katalysiert wird die Aufnahme durch Zink- und Eisenmangel. Auch das haben wir schon gehört. Es sind also wieder genau die drei Nährstoffe, die bei empirischen Studien in Veganern, bei Veganern oft ja, ein Problem darstellen. Und nochmal, das muss nicht sein. Aber das ist so, weil viele Veganer sich einfach nur vegan ernähren und nicht vegan und vollwertig. Und ähnlich wie bei Blei, wo halt eben auch diese Calcium, der Calciummangel da katalysieren wirkt, steht dieser oder ist es das, beim Cadmium ist genauso wie beim Blei, dass das mit erhöhten Umweltverschmutzung einhergeht. Das heißt, das ist gar nicht was, was man so ganz konkret in irgendeiner Weise verhindern kann, sondern es ist eher so eine generelle Sache. Ne? Umso mehr Umweltverschmutzung, umso mehr Bleiaufnahme und auch so, umso mehr Cadmiumaufnahme existiert. Und diese trifft aber dann auch viele Lebensmittel, insbesondere dann Pilze, Fische und auch einige Gemüsesorten. Gerade Veganer, die wie ich einen hohen Anteil ihrer Omega-3-Fettsäuren durch Leinsamen aufnehmen, stellen auch bei dieser, bei dem Cadmium auch wieder so eine Risikogruppe dar, wo man da ein bisschen aufpassen muss. Ich überlege jetzt auch schon wieder, ob ich dann doch wieder auf die etwas teureren Hanfsamen wechsle oder teils. Ihr seht, es ist immer so,
Naja, es gibt nicht. Ihr nehmt einfach total viel Kalzium, ne? Dann sterbt ihr schneller. Siehe das Video oben. Ne? Ich nehme total viel Leinsamen, ne? Dann hast du das Problem Cadmium. Und es, also immer die goldene Mitte. Ne? Es gibt keinen einfachen Weg in der Ernährung. Deswegen ist es auch so wichtig, ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln. Was sind denn Anzeichen einer Cadmiumvergiftung? Ja, das sind zum Beispiel die Entzündung der Mundschleimhaut, das ist schuppige Haut, das ist der Bluthochdruck, Arteriosklerose und auch bei Cadmiumvergiftung Appetitlosigkeit. Wirklich umgehen kann man das eben wie bei dem Blei, kann man einfach nicht. Man kann dem Cadmium nicht entkommen. Umso wichtiger ist es, sich einfach den Zusammenhang zu merken zwischen Cadmium und Calcium. So, kommen wir zum letzten für heute, das Aluminium. Aluminium korreliert extrem stark mit einem Magnesiummangel und verringert auch die Absorption von Kalzium und von Eisen. Enthalten ist quasi das Aluminium quasi überall, wo es Konserven gibt, wo es Alugeschirr gibt, Alupapier in Dosen und damit natürlich auch in den Getränken, aber auch in einigen Backpulvern oder auch in Deos ist immer noch Aluminium anzutreffen. Auswirkungen einer Aluminiumüberlastung sind vor allem Koliken, Magen-Darm-Geschwüre, Sprachstörungen und Senilität. Daher wird auch eine enge Verbindung zu Alzheimer vermutet. Veganer sind, was Aluminium angeht, tendenziell, da Magnesium nicht zu den veganen Problemnährstoffen zählt, nicht besonders betroffen. Aber trotzdem den Zusammenhang auf dem Zettel haben: Aluminium, Magnesium. Also, Blei und Cadmium ist ein Umweltgift, den wir schwer ausweichen können. Aluminium und Quecksilber können wir durch einen bewussten Lebensstil durchaus besser ausweichen. Vegane Ernährung stellt sich nur dann als problematisch heraus, wenn insbesondere bei Calcium, Eisen und Zink nicht aufgepasst wird. Sollte man dann eben an so einer Vergiftung leiden, egal ob Veganer oder nicht Veganer, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses auszuleiten. Aber das würde dann den Rahmen dieses Videos sprengen. Bei großem Interesse werde ich auch aber dazu zur Ausleitung von Schwermetallen mich da auch kundtun, wissenschaftlich oder vielleicht alternativmedizinisch, obwohl es da schon sehr, sehr viele Videos gibt, aber das müsst ihr mir per Daumen, per Kommentar mitteilen. Also generell gilt nach wie vor, man kann nicht jeden Schadstoff ausweichen und der psychische Stress, der durch diese Informationsflut und die Angstindustrie entsteht, das ist weit gefährlicher als die Schadstoffe selber. Daher nehmt diese Information aus diesem Video möglichst emotionslos auf und achtet auf euren Nährstoffhaushalt. Und wenn ihr erkrankt, dann schaut euch einfach mal in eure Umwelt um, ob da eventuell auch irgendwie Schwermetallquellen sein könnten und damit reinspielt. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in diese Thematik geben und würde mich über Feedback per Daumen oder Kommentar genauso freuen wie über jeden neuen Abonnenten, der zu uns dazukommt. Ja, na dann, alles Liebe und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.